Ja, also darf ich mich ganz kurz vorstellen, ich war Fuchs, mein Name ist Josef Fuchs und ich betreue den Friedhof seit 62 Jahren. Also es sind schon traurige Sachen auch vorgekommen hier am Friedhof. Da haben wir zum Beispiel, die Fischer haben mich geholt, im Wechsel schwimmt eine Leiche. Jetzt bin ich rausgefahren, die Fischer haben es rausgezogen und ich habe es halt am Friedhof gebracht. Und dabei hat der Mann aber ein Haus abgeschnitten gehabt. Und hat noch geblutet. Am Tisch, am Friedhof, da in der Totenkammer, ist mir noch das Blut runtergerunnen. Ja, jetzt ist das ein bisschen verdächtig gewesen mit den Toten. Jetzt hat die Gendarmerie nach Wien angerufen. Und in einer halben Stunde war ein Arzt da mit einem Sezierer. Und die haben ihn gleich seziert da, gleich in der Totenkammer. Haben ihm den Kopf aufgemacht. Und der hat eine leere Bierflasche hat er in den Sack gehabt. Das habe ich dem Arzt gesagt, auch. Das war seine Sache. Und Dokumente hat er auch gehabt, der ist weggeführt worden. Ja, und der Arzt hat sich das halt angeschaut und hat das Gehirn aufgemacht und durchgeschnitten. Hat er gerochen, sagt, er wollte es da mal riechen davon. Na, so, das interessiert mich auch.